Was bin ich? Hallo, willkommen zu einem Video. Mein Name ist Lina und ich glaube, ihr kennt es alle. In den Filmen ist es meistens so, wenn ihr aufstehen tut, ihr habt schöne Haare, ihr seid schon geschminkt, die Sonne scheint, es ist warm. Und bei uns ist es in der Realität so, es ist kalt, du bist hässlich, du hast vergessen, dich abzuschminken, deine Haare sind so. Wow. Das heutige Thema ist Vorstellung versus Realität und ja, let's go. Ja, es ist einfach wirklich so. In Filmen ist meistens so ein schöner, runder, weißer Schneemann. Und wenn man echt versucht, die nachzumachen, sieht er aus wie so ein viereckiger Marshmallow mit so Schokostreuseln am Rand. Ich wollte Scheiß sagen, aber das wäre echt ekelhaft. Leute, stellt euch vor, ihr wollt zum Friseur gehen und wollt eure Haare genauso schneiden wie auf diesem Bild. Und dann kommt das da unten raus. Also, ja, gut, euer Leben ist vorbei. Ich würde mir direkt eine Glatze rasieren lassen, weil sieht echt kacke aus. Ich glaube eher, dass dieses Bild auf Instagram bezogen ist, weil wenn man so euren Feed anschaut, da sind so Bilder, die eine ist in Paris, die andere ist in Hollywood und dann kommst du. Du sitzt vor deiner Waschmaschine. That's me, boy. Leute, oh mein Gott. Leute, oh mein Gott, das ist einfach wirklich so. Leute, ihr müsst zugeben, so ist es bei uns allen. Ihr macht Fotos, ladet es hoch, ihr seht gut aus. Dann macht ihr Fotos mit euren Freunden, sie posten es, markiert euch doch direkt auf eurer Fresse und ich schaue dieses Foto an und denke ich so, was bin ich? früher, Leute, das muss ja keine Vorstellung sein, weil früher haben wir wirklich alle, ich glaube wirklich alle, die unter 10 waren. Also als ich noch 10 war, haben alle nicht... Vor 3 Jahren. Als ich noch 9 war... Bei der Vorstellung ist es so, ja, oh mein Gott, ich gehe klettern, ich kletter so richtig hoch, Adrenalin pur. Und bei der Realität ist es so, ja, ihr klettert vielleicht 2, 3, 4 Meter und dann habt ihr Angst, runterzufallen. Das da oben ist in anderen Ländern und das da unten ist aus Deutschland. Wenn es bei uns in Deutschland schneit, dann bleibt es vielleicht ganz kurz liegen oder gar nicht. Und wenn er liegen bleibt, dann ist er meistens so voll mit Dreck und so. Also Leute, ich glaube, ihr kennt es alle. Wir schauen uns diese Bilder an. Wollt ihr es nachbacken? Ihr habt es nachgebackt und dann kommt sowas raus. Wir brauchen alle 1000 Bilder für ein perfektes Bild. Und in Real Life sieht man so aus wie die Katze. Bin ich das? das könnte ich wirklich sein. Jetzt no joke, ich war in den Sommerferien wirklich nur mein Bett, hab Netflix geschaut, hab gegessen, getrunken und hab geschlafen. Wow, bin ich hobbylos. Das da oben ist meine Schwester Inga. Das da unten ist meine Schwester Alina. Sie sagt jede Woche, ich mache Sport. Ich gehe in ihr Zimmer rein. Was sehe ich? Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Und sie teilt nicht mal. Ich hätte gesagt, du hast ihr Be Ready geklaut. Es war eins, also ich hab's gekauft. Das ist traurig. Das rechts sieht so... Sieht aus, als hätte es eine Allergie. Ja! Andere so, ja. Ich bin beim Freund am Wochenende essen so. Und dann komme ich so... Ja, ich bin alleine mit mir auf meinem Balkon. In der Vorstellung ist es eher so, wenn man es im Laden verpacken lässt. Die Realität erinnert mich eher so an ein DHL-Paket, was schon 2 Wochen unterwegs ist und dann so bei dir ankommt. That's me. Wie du denkst, wenn du lachst. Aber in echt siehst du aus wie so ein Pferd. When I wake up. Ja, ich kenne Menschen, die sehen echt perfekt aus, wenn sie aufstehen und da komme ich. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Unten findet ihr auf Instagram und Snapchat von mir und meiner Schwester. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!